Moin Leute, ist euch eigentlich mal aufgefallen, wie viele Streamer es mittlerweile da draußen gibt? Da wir letztes Mal schon darüber gesprochen haben, was für Equipment man brauchen kann, möchte ich heute darüber sprechen, wie ihr euren Stream in 5 Schritten bzw. mit 5 Tipps verbessern könnt. Beachtet übrigens nicht meine Stelle hier. Ich habe hier irgendwie eine Stelle oder so gekriegt. Einfach ignorieren, ne? Der erste Tipp, den ich euch geben möchte, beziehungsweise den ersten Fehler, den viele machen, ist, dass sie keine Planbarkeit in ihrem Stream haben. Die streamen immer, wann sie wollen, wie sie können und hier und da, und dadurch bieten sie den Zuschauern einfach nicht die Möglichkeit, sich vielleicht auch auf irgendwas einzustellen. Viele große Streamer auch, eigentlich so gut wie alle Streamer, großen Streamer haben einen bestimmten Streamingplan, wo eben alle Zuschauer aus der Community wissen, okay, am Donnerstagabend um 19 oder 20 Uhr kann ich meinen Lieblingsstreamer gucken. Und genau so solltet ihr es auch machen. Ich kann euch nur empfehlen, streamt nicht 7 Tage die Woche, jeden Abend von 18 bis 24 Uhr, sondern nehmt euch auch die Zeit für andere Dinge. Aber macht auf jeden Fall eine Planbarkeit rein. Sprich, wirklich 3-mal, vielleicht auch 4-mal die Woche, wenn ihr die Zeit habt. Und dann irgendwie von 18, 19 Uhr bis 24 Uhr oder von 10 Uhr morgens bis 15 Uhr oder irgendwas. Also da muss ja jeder selbst wissen, wie er das mit der Arbeit oder Schule auch vereint. Das ist auf jeden Fall der erste Tipp, den ich euch geben kann. Der zweite Tipp, um den Stream zu verbessern, ich habe es auch beim letzten Mal schon angeteasert, streamt mit Webcam. Leute, ganz ehrlich, also seid mal ehrlich zu euch selbst. Ihr streamt durch die Startseite von Twitch und wollt auf einen Stream oder sucht einen Stream, den ihr gucken könnt, vielleicht auch einen etwas kleineren, weil ihr keine Lust habt, bei den großen Streamern unterzugehen. Was macht ihr? Ihr klickt auf einen Stream, der euch anspricht. Was für einen Mehrwert bietet euer Stream einem Zuschauer, der keine Facecam hat? Also auf Twitch ist meiner Meinung nach die Plattform, auf der man mit seiner Community, die man sich auf Twitch vielleicht aufgebaut hat oder die man sich auf Instagram oder Facebook oder YouTube aufgebaut hat. Ich weiß nicht, wie ich auf Facebook gekommen bin, ignoriert das. Und Twitch ist dafür da, um in dem Moment live mit der Community zu interagieren. Warum sollte jemand auf euren Stream klicken, wenn er sich nicht mit euch identifizieren kann? Wenn er nicht weiß, wer ihr seid? Also klar, es ist jetzt alles nur meine objektive Meinung. Aber für mich ist es persönlich wichtig, mich mit dem Streamer oder mit der Person hinter der Kamera zu identifizieren. Deswegen kann ich euch nur ans Herz legen, schafft eine Persönlichkeit und das auch, indem ihr eine mit Webcam streamt. Packt ein paar Sachen in den Hintergrund, die euch ausmachen, eure Hobbys, Tennisschläger, eine Gitarre, was weiß ich, von mir aus auch Lego Star Wars, ist völlig egal, Pokémon, irgendwas. Und packt es in den Stream, in euren Hintergrund. Ich bin persönlich kein Fan von Greenscreen, nur um das nochmal zu erwähnen. Es macht bestimmt auch Sinn, gibt Situationen, in denen das Sinn macht. Beispielsweise, du spielt irgendein Story-Game, wo einfach wirklich die Story im Fokus steht und nicht ihr. Dann macht das vielleicht Sinn, dass man sich mit dem Greenscreen in die Ecke setzt und von da aus dann eben das Spiel spielt. Aber wie gesagt, ihr wollt ja gesehen werden, ihr wollt, dass die Leute wiederkommen, dann gebt den Leuten auch einen Grund dazu. Gebt den Leuten einen Grund dazu, auf euren Stream zu klicken, gebt den Leuten einen Grund dazu, auch da zu bleiben, und damit sie sich auch irgendwie mit euch identifizieren können. Sie möchten euch als Menschen kennenlernen. Ja, das wäre der zweite Tipp, wie ihr euren Stream verbessern könnt, direkt. Ihr braucht ja nicht mehr irgendwie Geld, um euren Stream für eine Webcam, also entweder man hat eine Webcam oder man hat einen Laptop, aber es gibt auch die Möglichkeit, euer Handy als Webcam zu benutzen. Das habe ich in meinem vorigen Video schon erwähnt, das nennt sich EpochCam. Schaut euch das Video gerne an, ist auf meinem Kanal bzw. unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und von da aus, ja, legt los. Also das ist eine App fürs Handy, die gibt es aktuell nur für iPhone, die wird bald für Android kommen. App installieren, mit OBS verlinken, Quelle einfügen, fertig. Das sind 5 Klicks. Ich habe es letztens gemacht im Stream und ist super einfach. Tipp 3. Nutzt Overlays oder Effekte. Ich zeige euch mal ganz kurz was. Beziehungsweise, ihr könnt das jetzt ja gemeinsam machen. Wir gehen jetzt mal einfach von meiner Aufnahmeszene in meine Kamera- bzw. Just-Chatting-Szene für den Stream. Ihr habt auf der einen Seite gesehen, dass ich einen Übergang habe. Das haben viele nicht. Und ihr seht es hier unten, eine Leiste mit einem kleinen Overlay zu Links mit Social Media, letzter Follower, Subscriber, Cheerer, Tipper. Da könnt ihr wirklich eintragen, was ihr wollt. Und wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, euch ein Design selbst zu, oder ein Overlay selbst zu designen. Ich zeige euch nochmal ganz kurz meine Ingame-Szene. So sieht das eben auch aus. Beziehungsweise so könnte es aussehen. Der einfache Hintergrund hier ist, ihr seht, ich habe es vorhin schon gesagt, es sind mittlerweile tausende von Streams auf Twitch.
Und ihr wollt euch ja irgendwie von der Masse abheben. So, wie könnt ihr euch von vielen anderen abheben? Erstens, indem ihr eine Webcam nutzt, klar. Ich habe mir noch nie einen Stream ohne Facecam angeguckt, es sei denn, ich kannte die Person vorher von YouTube oder sonst irgendwas. Dann weiß ich, wer dahinter sitzt und was ich erwarte oder was mich erwartet. So, und dasselbe gilt eben auch für die Overlays hier auch. Nutzt die Overlays. Ich zeige euch gleich, woher ihr welche bekommt. Vielleicht auch kostenlos. Oder nehmt auch 5 oder 10 Euro in die Hand. Und es gibt Fiverr, es gibt Internetseiten wie Nerd or Die, die wirklich gute Templates auch zur Verfügung stellen, und das möchte ich euch mal ganz kurz zeigen. So Leute, ihr seht jetzt die Seite, wo ich mein Overlay her habe. Auf Nerd or Die habe ich mir damals mein Overlay für, ich glaube, $10 gekauft. Also umgerechnet irgendwie 9,70 € oder irgendwas. Ich kenne den Kurs jetzt nicht genau. Aber es ist so simpel. Du kannst es direkt in OBS importieren. Kannst deinen Titel, hier dein Logo einfügen. Beziehungsweise da ist eine vorgefertigte Szene, wo du einfach nur die Schrift ändern musst. Und dann hast du da deinen Namen oder dein Logo oder was auch immer. Das alles mit nur wenigen Klicks. Und schon hebt ihr euch, wie gesagt, meiner Meinung nach, von vielen anderen Streams ab. Weil wenn wir jetzt einfach mal auf Twitch gehen würden, ich mach's jetzt nicht, weil ich auch niemanden angreifen würde oder so. Es gibt so viele Streams, die einfach nur eine Kamera ohne irgendwie nicht mal einen Rand um ihre Kamera haben oder sonst irgendwas. Und wie gesagt, man kann es immer schaffen, aber wir wollen ja unsere Chancen maximieren, entdeckt zu werden oder gefunden zu werden. Und so erhöht ihr einfach maximal die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute eben auf euren Stream klicken. Ich kann ja mal schauen, ob ich meinen hier finde. Guck mal, das ist das eine Overlay, was ich nutze. Und das ist das andere. So, das eine hatte ich geholt wegen ein, zwei Alerts. Und das andere habe ich eben geholt wegen den Overlays. Hier unten seht ihr es ja auch mit der Kamera. So, das ist jetzt, ich habe das Full Package gekauft für 22, also das kostet jetzt $22. Es gab aber damals irgendwie noch ein anderes Angebot. Ich habe, wie gesagt, glaube ich, 12 oder 15 bezahlt. Und ihr könnt ja theoretisch auch auswählen, dass ihr hier nur die Overlays haben wollt oder auch nur die Alerts. Es gibt sogar kostenlose Extras. Also, Leute, seid kreativ, holt euch ein Overlay und macht euren Stream so schön wie möglich. Ihr sollt jetzt nicht den ganzen Stream völlig überladen, das sollt ihr nicht. Aber zumindest eine angenehme Atmosphäre schaffen. Das wäre der dritte Tipp oder die dritte Idee oder der dritte Hinweis, den ich euch geben wollte. Kommen wir nun zum vierten Tipp, den ich euch geben möchte. Das ist die Qualität, und zwar die OBS-Qualität. Ich habe hier extra nochmal ein zweites OBS-Fenster aufgemacht für euch, um das zu zeigen. Und zwar meine OBS-Einstellung. Wir haben hier einmal, klar, hier, ne, Twitch, musst du dich verbinden. Dann haben wir hier einmal meine Streaming-Settings. Ich habe eine Nvidia-Grafikkarte, die ich auch jedem zum Streamen nur ans Herz legen kann, weil Nvidia-Grafikkarten haben den NVENC, Nvidia Encoder, der einfach eure CPU wirklich entlastet und das Encoden für Streamen nur auf die Grafikkarte, die sogar einen extra Chip zum Streamen hat. Das ist dieser NVENC Encoder, das ist ein extra Chip auf der Grafikkarte. Das heißt, die hat wirklich einen minimalen Performanceverlust bei maximaler Qualität. Und wenn man sich die beiden Sachen einmal gegenüberstellt, ich werde hier gleich einmal ein Bild einblenden, dann seht ihr die Qualität. Also da gibt es eine Internetseite, bei Nvidia gibt es eine ganze Seite, die nur dazu da ist, wo sie zeigen die Performance gegenüber dem herkömmlichen CPU-Encoder, und dann zeigen sie, wie gesagt, die Performance, zeigen sie die Qualität. Ich kann es nur ans Herz legen, holt euch, wenn ihr jetzt streamen wollt, eine Nvidia-Grafikkarte und eine AMD. Dann Ausgabe umskalieren, natürlich auf 720p. Twitch lässt für kleinere Streamer oder Nicht-Partner keine andere Qualität zu. Soweit ich weiß, wenn ich das geändert habe, verbessert mich bitte. Regulierungsmethode ist CBR, also Constant Bitrate. Bitrate 6000, das müsst ihr schauen, was euer PC bzw. eure Internetleitung schafft. Ich habe jetzt, glaube ich, 40.000 im Upload, davon 6.000 für Stream. Reicht völlig, ist die maximal zulässige Qualität auf Twitch. Kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Bei Voreinstellungen wähle ich persönlich Qualität. Der Unterschied zwischen maximaler Qualität und Qualität ist so minimal, aber ihr habt relativ hohe Performance-Einbußen. Deswegen empfiehlt Nvidia selbst, nehmt den Qualitätsencoder, also die Qualitätsvoreinstellung, nicht für maximale Qualität. Das ist nicht notwendig. Profil auf High, Look-Ahead habe ich aus, Psycho-Visual-Tuning habe ich an. Das heißt, die Qualität wird nochmal optimiert anhand der Bitrate. GPU ist, wenn du für mehrere GPUs hast, ich habe 0, weil ich ja nur eine habe, sonst könntest du zwischen, glaube ich, 1 und 0 und 1 wählen. Und maximale B-Frames habe ich auf 2. Für Aufnahme, da gehe ich jetzt nicht extra drauf ein, macht euch sonst einen Screenshot, wenn ihr wollt. Oder pausiert das Video ganz kurz. Die einzige Erklärung, die ich euch hier geben kann, ist, Aufnahmeformat habe ich FLV gewählt, einfach aus dem Grund, weil wenn OBS oder irgendwas mal abstürzen sollte oder Stromausfall ist, dann habe ich die Stream- oder die Aufnahmedatei trotzdem noch gespeichert. Wenn ich jetzt auf MP4 gehen würde, dann wäre das nicht der Fall, weil eine MP4-Datei muss immer sauber beendet werden. Audio habe ich 160 Bit, und da ich in meinem Stream gut eine Wiederholung oder ein Replay-Feature habe, dann habe ich noch den Wiederholungspuffer eingestellt. Hier Video-Einstellungen habe ich ganz normal auf Full HD und Skalierungsfilter auf dem besten, den es gibt, geschärfte Skalierung und natürlich 60 FPS, weil mir das auch wichtig ist. Prozessor-Priorität auf hoch. So, das waren jetzt meine OBS-Einstellungen.
Einstellung für eine gute Qualität. Leute, wie gesagt, keiner braucht irgendwie einen Full HD Stream oder ähnliches. Die meisten Leute haben den Stream sowieso entweder auf dem Handy oder, also wenn ihr euch die Statistiken mal anguckt, viele Leute gucken übers Handy und viele Leute haben den Stream auch einfach auf dem Zweitbildschirm oder nebenbei offen. Deswegen, man braucht nicht keinen Full HD Stream. Auf YouTube, auf Twitch ist es sowieso nicht möglich als Nicht-Partner. Deswegen holt das Beste aus eurer Qualität raus und macht den Stream so anschaulich wie möglich, weil dann könnt ihr so viele Leute wie möglich auch dazu begeistern, eben bei euch zu bleiben, beziehungsweise in eurem Stream zu bleiben. Ihr kennt es selbst oder ich kenne es auch bei mir. Ich gucke, wenn ich mir einen Stream anschaue und das Audio kraxelt, das Bild ist total verpixelt. Leute, ihr wollt auch sehen, was euer Streamer da macht. Ihr wollt auch sehen, was er da spielt, was er da malt, was er da, keine Ahnung, gerade zeigt. Deswegen holt das Beste raus. Damit hebt ihr euch auch wieder von vielen anderen auf Twitch ab. Und der fünfte und letzte Tipp, der meiner Meinung nach auch am wichtigsten ist, hat auch was mit Qualität zu tun, aber in Bezug auf eure Technik. Sprich, oder worauf ich hinaus will, ist gerade, beschäftigt euch mit den Sachen, die ihr macht. Sprich, in dem Fall, beschäftigt euch mit OBS, beschäftigt euch mit den Möglichkeiten. Ich weiß, nicht jeder hat das Geld, sich ein teures Mikrofon zu kaufen, sich ein teures Headset zu kaufen, sich eine teure Kamera zu kaufen, aber jeder hat die Möglichkeit, das Beste aus dem, was er hat, rauszuholen. Ich kenne genug Leute, die streamen, haben eine Webcam, aber das Licht aus. So, und haben dann nur das Bildschirmlicht und ihr wisst es selbst, schlechte Kameras oder schlechte Webcams, kommen noch schlechter mit schlechten Verhältnissen oder mit kein ohne Licht oder allem drum und dran. Also Licht ist für die Kamera super wichtig. Informiert euch, das ist wirklich, googelt einfach, wie ihr die Qualität optimieren könnt. Ich werde dazu auch noch Videos machen und nutzt dann das, was ihr habt an Hardware und holt das Beste raus. Ich werde es jetzt euch mal anhand eines Beispiels von meinem Headset machen. Viele Leute haben ja auch eben nur ein Headset-Mikrofon. Das habe ich hier und das möchte ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen. Ich werde das Mikrofon jetzt live bearbeiten. Ich bin jetzt kein Audiotechniker oder sonst irgendwas, aber ich werde es jetzt live bearbeiten und ihr werdet einen spürbaren Unterschied hören. Ich habe hier jetzt mein Headset-Mikrofon, das solltet ihr jetzt hören. Es ist sehr laut, es kratzt, es übersteuert. Ich rede schon sehr leise jetzt, aber wir schauen uns jetzt mal gemeinsam was an. Ich gehe jetzt Rechtsklick auf meine Audioquelle. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Achtung, wir haben jetzt hier einen Tunnel. Ich gehe unten hier auf Rechtsklick Audioquelle und klicke auf Filter. Ich habe jetzt hier auch schon was vorbereitet. Das sind so die drei Sachen, die ich jedem empfehlen kann. Das ist einmal Noise Gate, Rauschunterdrückung und Kompressor. Als erstes kann ich euch empfehlen, ihr hört jetzt wahrscheinlich auch das Atmen von mir, wenn ich ausatme, einatme. Deswegen Rauschunterdrückung machen wir jetzt erstes rein. Jetzt haben wir keine Hintergrundgeräusche mehr. Nächstes machen wir das Noise Gate rein, weil ihr wollt ja nicht, dass man euer ständiges Atmen hört oder wenn ihr mir auf der Tastatur tippt oder ähnliches. Und als drittes, was ich euch empfehlen kann, ist der Kompressor. Nehmt sozusagen den lautesten Ton von eurem Headset und den leisesten Ton von eurem Headset und staucht das zusammen. Das heißt, ihr übersteuert weniger und die leisen Töne werden lauter gemacht. Das heißt, für eure Zuschauer ist es angenehm. Erstens, es wird denen nicht das Trommelfell weggesprengt, wenn ihr euch mal aufregt. Und zweitens, wenn ihr mal ein bisschen leiser oder ruhiger seid, dann können sie euch trotzdem verstehen. Ich werde jetzt nochmal einen Direktvergleich machen. So hat es sich jetzt vorher angehört und so hat es sich jetzt nachher angehört. So, ich bin jetzt zurück auf meinem normalen Mikrofon. Ihr werdet es wahrscheinlich auch gehört haben. Es ist jetzt kein Unterschied wie Tag und Nacht, aber ich finde, das Mikrofon ist schon deutlich anhörbarer, als es vorher war. Vorher war es zu laut, vorher war es übersteuert, vorher hast du jedes Atmen und Schnaufen gehört, hat gekratzt und ich finde, nachdem wir die Filter eingesetzt haben, war es deutlich angenehmer. Wir hatten kein Rauschen mehr, man hat nicht das ständige Atmen gehört und durch den Kompressor war alles in einer angenehmen, gleich lauten Lautstärke. Und das sind so die Sachen, die ich meine mit holt das Beste aus eurer Hardware raus. Ja, wie gesagt, nicht jeder hat das Geld dazu, sich teure Sachen zu kaufen. Aber ganz ehrlich, dann beschäftigt euch mit der Thematik und ladet euch nicht einfach OBS runter und drückt auf Livestream, sondern nehmt die 5 Tipps, die ich euch jetzt gegeben habe, entwerft euch einen Plan, nutzt eine Webcam, auch die könnt ihr optimieren und da könnt ihr das Beste rausholen. Nutzt Overlays, optimiert eure Qualität in OBS und optimiert eben die Technik, die ihr habt. Und damit seid ihr schon mal wirklich viel weiter vorne als, ich sag vielleicht mal, 50% der Streamer. Es gibt so viele Leute, die nur vor sich hin streamen und einfach angemacht haben, in der Hoffnung, dass sie groß werden, entdeckt werden oder was auch immer. Leute, die Konkurrenz ist so groß geworden, die Wahrscheinlichkeit, dass euch jemand mal eben so entdeckt oder hostet oder was auch immer, ist wirklich so gering. Deswegen steckt wirklich euer Herzblut da rein, nutzt das, was ihr habt, macht das Beste draus und ja, in diesem Sinne, falls euch das Video gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben. Ich bin übrigens regelmäßig live auf Twitch, wer Bock hat, auch mal gerne live mit mir zu schnacken. Unten in der Videobeschreibung ist der Twitch-Link oder auch auf meinem YouTube-Kanal. Und in diesem Sinne, bei Fragen oder ähnlichem, stehe ich euch gerne zur Verfügung. Tudelü!